yeah, Elektroschrott. Moin, ihr Pfeifen. Ich habe heute mal wieder eine kleine Update-Sendung für euch. Fange ich mal damit an zu demonstrieren, dass ich nicht vollständig lärmresistent bin, sondern nur so ein bisschen. Weil nachdem ich in meinem letzten Video, beziehungsweise noch in dem Update drauf, in dem Google Plus Post, folgt mir doch alle auf Google Plus, oder? Gezeigt habe, dass ich beabsichtige, für die Verbindung zwischen dem Deckel des Schlangomaten mit dem unteren Teil des Schlangomaten Litzen zu verwenden. Da hieß es dann überall, da musst du unbedingt Kabelschuhe drauf tun auf die Litzen, weil sonst ist das scheiße, Mann. Dabei sagt Firma Wago, das geht mit ihren Klemmen, nun gut. Ey, mindestens einer von euch war Elektriker und wer bin ich, ja? Insofern, heute einen kleinen Abstecher zum Birkin. Da haben wir einmal diese wunderbaren Elektrolitzen in Blau und Braun, ja? Die extra weichen. Sind so schlaff wie Kopfkino. Dann habe ich hier diese Ader-Endhülsen beschafft. Und diese wunderbare Knipex Ader-Endhülsen Ent-Ader-Hülsierzange. Und ich hoffe, jetzt ist mal gut. Also das Zeug hier, das kommt dann flottig da irgendwie dazwischen, wenn ich das dann und egal jetzt. Heute will ich euch mal wieder ein bisschen was zeigen, was mehr in Richtung Elektronik geht und weniger in Richtung Elektrikerhandwerk und ein bisschen Software gibt es heute auch. Ich habe nämlich das hier jetzt mal so weit aufgebaut und das müsst ihr euch mal angucken, das ist cool. So, das hier ist der Prototyp für den Schlangomaten, also für die Elektronik vom Schlangomaten genau genommen. Ich weiß, wie es aussieht. Sehr wirr und sehr kabelig, aber das ist einfach so eine Angewohnheit von mir. Bevor ich eine Platine mache, muss ich einmal auf dem Steckblatt gesehen haben, dass es mal so im Prinzip funktioniert. Nicht, dass ich hinterher die Platine bestücke mit dem ganzen Geraffel drauf und dann ist es für einen Arsch. Was haben wir denn hier? Hier hinten haben wir einen von diesen berüchtigten ESP8266 Wi-Fi-Chips auf einem ESP03 Breakout-Modul, was ich wiederum auf eins von meinen selbstgemachten Breakout-Dingern da drauf gelötet habe. Ich schau mal, davon müsste ich eigentlich noch eins rumfliegen haben, das kann ich euch nochmal näher zeigen. Jo, hab hier eins. Na, das sieht so aus. Also das sind diese kleinen Module und dann habe ich mir einfach eine kleine Breakout-Platine gebaut mit Pinheadern, damit man das auf ein Steckbrett stecken kann. Böserweise hat das Ding nämlich ein 2mm Raster für die Pins, deswegen kann man es nicht einfach verlöten und draufstecken. Ja. Gut, das ist jedenfalls hier das ESP-Modul. Hier drüben, das ist ein Spannungswandler für 5 Volt auf 3,3 Volt, kann bis zu 1,5 Ampere liefern mit den nötigen Kondensatoren, die da dazugehören. Der ist dafür da, dass aus der gesamten 5 Volt Versorgung hier für das ESP-Modul die 3,3 rauskommen, die es braucht. Hier in dem Gewirr ist ein kleiner Spannungsteiler drin mit einem 1K und einem 2K Widerstand. Der wird gebraucht für die Ansteuerung vom Mikrocontroller zum ESP hin. Das ist eine serielle Leitung und die TX-Leitung vom Mikrocontroller hier, das ist ein Atmega 32U4. Die serielle Leitung hat halt einen 5-Volt-Pegel. Wenn ich das hier direkt drauf geben würde, würde es mir den ESP zerlegen. Deswegen so rum wird das Signal auf 3,3 runter geregelt. Hier rum kommt ein 3,3er Signal, aber damit kommt der Chip klar, ist kein Problem. Hier habe ich so einen kleinen Programmierheader drauf, um das Ding zu programmieren. Logischerweise ist momentan nicht angeschlossen, weil es ja gerade programmiert ist. Da ist ein 16 MHz Quarz drin. USB-Breakout von Waterot, einfach nur damit ich hier einen USB-Stecker aufs Breadboard kriege, der ist mit dem Controller verbunden. Das ist nämlich das Coole an dem 32U4, der hat eingebauten USB, mit so ein paar Widerständen beschaltet. Dann hier drüben ist der Teil, der dann mal interessant wird für den Schlangomaten hinsichtlich der etwas höheren Spannung, nämlich der IC, der da drin steckt. Das ist ein ULN 2003A. Darlington Array mit 7 Kanälen, von denen ich hier nur 4 benutze, der Rest liegt off ground. Die steuern die Relais an, das sind Finder 1136 oder 3611, keine Ahnung, also auf jeden Fall Finder Relais für 250 Volt, 10 Ampere. Falls sich irgendjemand wundert, dass hier keine Dioden, hier Flyback-Dioden sind, die braucht es nicht, die sind in dem ULN bereits mit drin. Das ist ganz praktisch, deswegen habe ich den auch hauptsächlich genommen.
Ja, also wie gesagt, hier Relais, die habe ich einfach mit so ein bisschen Isoband zusammengedengelt, damit das hier nicht so fürchterlich wird. Leider nicht von den Pins her für ein Steckbrett geeignet, deswegen hier mit so wilden Kabeln dran. Wenn nachher irgendwann mal was nicht funktionieren sollte, liegt es daran, dass die mal wieder hier wackelig sind. Das wird natürlich im Endprodukt nicht kommen. Und dann habe ich hier 4 LEDs, die einfach nur symbolisieren, was dann später mal mit den Steckdosen passieren wird. Ja, das ist der Gesamtaufbau. Ich zeig's euch nach diesem etwas statischen Bild jetzt nochmal hier im Kameraflug. Das ist wie mit dem Kopter fliegen, nur ohne Kopter und ohne Fliegen. Gut, stellt sich jetzt natürlich sofort die Frage, was macht das so? Was kann das so? Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns mal anschauen, was die Software momentan schon so tut. So, jetzt haben wir hier mal was ganz Abgedrehtes, nämlich einen direkten Screencast, ohne dass ich irgendwie vom Bildschirm abfilme oder so ein Kram, sondern richtig geil. Wow. Ihr seht, ich bin kleiner Linuxer und wir haben hier ein Terminal, wir haben hier einfach nur zur Deko ein bisschen Source Code, weil ich mir gedacht habe, das sieht total professionell aus. Und hier das Terminal, das ist verbunden mit dem, ja, mit dem Aufbau, den wir gerade gesehen haben, und zwar über die USB-Leitung. Und was ich jetzt hier machen kann, ist, ich kann zum Beispiel mal irgendwas eintippen und dann sagt er mir, kenne ich nicht. Ja. Was ich machen kann, werde dann aber auch mal einen Befehl eintippen, den er kennt. Und zum Beispiel habe ich den Befehl ESP und das, was auf dem Befehl folgt, wird einfach direkt an diesen WLAN-Chip durchgesteuert und der wird mit diesen AT-Kommandos gesteuert. Also wenn ich das mache, dann sehe ich hier, der antwortet darauf mit OK. Ich kann auch sowas eingeben an die AT, kann ich natürlich nicht direkt. Ich muss erst ESP, dann mache ich mal AT plus CWJAP. Fragezeichen. Dann sehe ich, dass er mit meinem Router verbunden ist und ich kann ihm auch noch einen Befehl geben, ESP AT plus GMR und dann zeigt er mir die Version der Firmware an. Das habe ich jetzt also mal gemacht, um ganz easy auf den Chip zugreifen zu können. Die Firmware wird das später nochmal irgendwann komfortabler machen, aber das ist zumindest eine Möglichkeit, dass ich alles benutzen kann, was er kann. Einfach mal direkt pass-through. Ist natürlich für uns jetzt nur halb so interessant. Viel interessanter ist Folgendes und da blende ich mal zusätzlich die Kamera ein, so wie sich das dann darstellt auf dem anderen Schreibtisch. Und zwar, wenn ich hier den Befehl on eingebe und wenn ich hier den Befehl off eingebe, dann passiert genau das, was wir erwartet hätten bei dem Befehl. Und das zeigt, dass ich meine Relais im Griff habe und dass das alles schon wunderbar funktioniert. Yay! Ich brauche jetzt natürlich noch eine gescheite Firmware und Sensoren und den ganzen Müll. Aber bevor ich das mache, werde ich, ja, na, wo ist es? Blablabla. Hier werde ich diese Schaltpläne hier in eine Platine umwandeln und werde dann mit der richtigen echten Platine arbeiten, statt mit meinem Breadboard-Aufbau da hinten. Das ist dann einfach weniger wackelig und ist ein bisschen besser zum Testen. Das heißt, ihr werdet in relativ naher Zukunft dann mal wieder ein Laborvideo zu sehen bekommen oder zumindest eins, wo ich Platinen bastle. Ja, das war's dann mal wieder. Ne? Also ich denke, das Projekt kommt gut voran. Gefällt mir. Und ich bin jetzt wirklich gespannt auf den Tag, an dem ich die Platine habe und zum ersten Mal einfach so testweise Netzspannung drüber laufen lasse. Man kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen, ich bin gut vorbereitet, aber es ist kribbelschön. Ja. Bis dann. Tschüssing.